Hallo, Freunde der Modelleisenbahn, der Lackierarbeiten im Allgemeinen und des Touristikzuges im Besonderen. Ich möchte mich ein wenig mit dem Thema Alterung von Eisenbahnfahrzeugen und Häusern beschäftigen. Und dazu habe ich mich in letzter Zeit mit Pinseln und Wasserfarben versucht. Nun, aufgrund der gesammelten Erfahrung, denke ich, ist es soweit, ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen. Dazu habe ich mir im Baumarkt erstmal eine sehr günstige Airbrush-Pistole zugelegt. Mit dieser gedenke ich, erste Erfahrungen zu sammeln, bevor ich mir Equipment zulege, was teurer ist und dass es vielleicht dann doch in die Hose geht. Als erstes Objekt in Sachen Airbrush habe ich mir gedacht, nimm den Touristikzug. Die Farbverläufe sind da sehr fließend und schwimmend. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so hoch. Dazu habe ich mir eine Märklin 3075 auserkoren, eine 216, die ich dann zu einer 218 umgebaut habe, indem ich einfach zwei Abgasfutzen oben drauf geklebt habe. Und vier Blechwaggonen, die 24 cm Dinger, mussten herhalten. Und die Deckhals habe ich mir bei Andreas Nothaft bestellt. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. Da Airbrush für große Flächen jetzt nicht so der Bringer ist, habe ich für die grobe Lackierung, die Grundlackierung, Lack aus dem Hause Edding genommen. So, das hier sind die Deckerhals von Andreas Nothaft, ausreichend für eine Lok und vier D-Zugwagen. Also ich muss sagen, das ist eine ganz schöne Fuddelarbeit.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viele Grüße aus Wetzlar. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.